Dieter Hallervorden, die Audio-Story von Christian Beermann und Martin Maria Schwarz. Prolog. Manche Menschen müssen schon das entscheidende Tor im WM-Finale schießen, um einen Platz im ewigen Gedächtnis ihres Landes zu finden. Andere 100-mal in Folge Wetten, das moderieren. Wieder anderen reicht lediglich ein Satz, um das Gleiche zu erreichen. Oder noch weniger als ein Satz. Zu diesen Menschen gehört Dieter Hallervorden. Seine Türklingel-Imitation aus einem Non-Stop-Nonsense-Sketch ist zum Fingerabdruck seines ganzen Lebens geworden, als unveränderliches Kennzeichen. Schließlich funktioniert es ja auch umgekehrt. Beim Namen Dieter Hallervorden denkt man eben sofort an Palim. Und an Ich hätte gerne Flasche Pommes frites. Und an die Kunstfigur Didi, mit der er einst die Republik belustigte. Sein Schöpfer wird, wie so viele andere, die in ihrer Karriere auf eine Figur, einen Roman, einen Film reduziert worden sind, gegen diese einseitige Wahrnehmung revoltieren. Noch in höherem Alter, oder vielleicht gerade wegen des höheren Alters, reagiert Hallervorden gereizt, sollte ihn jemand mit Didi Hallervorden ansprechen oder ein Journalist gar auf diese Weise ein Interview beginnen. Und man kann ja Hallervorden auch verstehen. Denn schließlich hat er so viele andere Gesichter, hat sie mit Akribie kultiviert und auch immer wieder präsentiert und sich geärgert, weil sie nicht entsprechend wahrgenommen wurden. Natürlich besteht ein Teil seines Lebens aus Didi, mit dem er ab Mitte der 70er Jahre enorme Erfolge feiert und Monat für Monat halb Deutschland vor den Fernseher lockt. Natürlich ist er der Vollblut-Komödiant, der in 11 Jahren 9 Kinofilme dreht und sich mit Helga Feddersen und Die Wanne ist voll in die Charts singt. Natürlich ist er eine Ikone des deutschen Humors und einer der ersten, der deutschen Slapstick im heimischen Fernsehen etabliert. Eine Lebensleistung an sich. Aber eben nur eine. Wer Anfang der 70er Jahre aufmerksam Fernsehen schaut, wird Hallervorden zum Beispiel schon als Charakterschauspieler in geradezu mörderisch anmutenden Rollen wahrgenommen haben. Zum Lachen gibt's da nichts. Lange davor gibt es den politischen Kabarettisten und davor den passionierten Theaterschauspieler. Später dann den nicht minder leidenschaftlichen Theatermacher. Hinter all dem steht ein Mensch mit einem festen eigenen Kopf, ein Charakter, der beißen kann, wenn er seine Haltung verteidigen möchte, ein umsichtiger Weltbeobachter, der Trends wittert und sich von ihnen löst, sobald sie Mode geworden sind, und ein Mensch, der eine ganz spezielle Art und Weise entwickelt, mit den Niederlagen des Lebens umzugehen. Gegen all das wirkt tatsächlich nur wie ein Mosaikstein. Aber ein strahlender Mosaikstein. Aufregend! Warum ist das alles aufregend? Kapitel 1: Der lange Weg zum Komödianten. Wird man als Komiker geboren? So etwas soll es geben. Für Dieter Hallervorden aber trifft das eher nicht zu. Als er 1935 in Dessau das Licht der Welt erblickt, herrscht schon längst der NS-Ungeist über Deutschland. Viel Raum für Humorpflege wird es da nicht gegeben haben. Drängendere Aufgaben stehen an. Für die Mutter, die Arzthelferin ist, für den Vater, den Diplom-Ingenieur. Die Hallervordens entwickeln bei ihrem Sohn Dieter einen kritischen Geist, lehren ihn Widerstand gegen falsche Autoritäten und Zivilcourage. Und die Familie geht mit gutem Beispiel voran. Der Großvater hilft Juden, die in Bedrängnis geraten sind, und der Vater sorgt nach dem Krieg in der aufkeimenden DDR dafür, dass sein Sohn trotzdem die Ausbildung bekommt, die ihm zusteht. Erstmal war ja gleich nach Kriegsende nicht an einen regelmäßigen Unterricht zu denken. Gut, das macht einem als Zehnjähriger nicht so viel aus. Aber danach war es dann eben so, dass gesiebt wurde. Es war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. Das heißt, man nahm auch die Leute zur Oberschule mit, die eben Arbeiter- und Bauernkinder waren, um die zu fördern. Mein Vater war weder Arbeiter noch Bauer. Und obwohl ich als Landkreisbester meine Abschlussprüfung nach der 8. Klasse gemacht hatte, habe ich auch so ein Buch bekommen hier, wie der Stahl gehärtet wurde, wurde ich nicht zum Besuch der Oberschule zugelassen.
Und man kriegte so eine Art Gestellungsbefehl. Ich sollte mich bei irgendeiner Baustelle melden und sollte dann eben Lehrling werden. Ich weiß nicht, ob als Schlosser oder Maurer oder wie auch immer. Und mein Vater, und ich finde, das gehört ja eine Masse Mut, hat damals sich widersetzt, hat mich zu Hause gelassen, ist mit mir von Pontius zu Pilatus gerannt bis zum Landesschulrat, ich glaube in Halle war das, und hat dann durchgesetzt, dass ich mit 6 Wochen Verspätung doch die Oberschule besuchen durfte. Und das ist eben eine Sache, für die ich meinem Vater im Nachhinein unendlich dankbar bin. Denn was wäre aus mir geworden, wenn ich, sagen wir mal, als 14-Jähriger auf den Bau gemusst hätte? Ich hätte niemals zu dem gefunden, was ich jetzt geworden bin. Aber noch ist er weit entfernt von dem, was ihn später berühmt machen wird. Jedenfalls, wenn man nach den Wurzeln seines komischen Talents fahndet. Dieter Hallervorden macht sein Abitur mit gut und will zunächst Medizin studieren. Doch der Studiengang ist überfüllt. Er wechselt nach Berlin und nimmt ein Romanistikstudium auf. Von Fallen ist da noch lange nichts zu erahnen. Auch jene Geschichte, die sich heute so grotesk anhört, dass man fast schmunzeln möchte, ist in ihrem Ansatz absolut ernst gemeint. Mit Freunden plant Dieter Hallervorden ein Attentat auf den Staatsratsvorsitzenden der DDR. Übrigens, das wissen vielleicht die meisten Leute noch nicht mehr, ist auch ein paar Jahrzehnte her, war damals der bestverhasste Politiker in Deutschland und über Deutschlands Grenzen hinaus. Ein Demagoge, ein schlechter Redner, ein Mann von Russlands Gnaden, UdSSR damals und so. Und wir hatten tatsächlich den Plan, den Mann, dieses Lebenslicht ein bisschen früher auszublasen, als der liebe Gott das vorgesehen hatte. Und zwar während er Tennis spielte. Die Waffe war da, ja. Natürlich. Allerdings keine Fingerabdrücke drauf, nicht? Es waren mehrere Kommilitonen und haben es dann aber lassen müssen. Die ballistische Kurve eines Geschosses aus einem fahrenden S-Bahn geschossen, das war uns nicht möglich. Ich selbst hätte nicht geschossen, nein. Aber ich bin derjenige, der es ausgeflügelt hat. Wann spielt der Mann? Wo spielt der Mann? Und nun, ich meine, die größere Strafe für Ulbricht wäre ja gewesen, wenn er ja auch miterlebt hätte, wie sein erbärmlicher Staat zugrunde gegangen ist. Das war mir nun leider nicht vergönnt, ihn das erleben zu lassen. Aber natürlich, das, was ich damals vorhatte, war ein bisschen so, wie Klein Moritz sich die große Politik vorstellt. Nicht nur hier wird seine bereits ausgeprägte Allergie gegen alle Formen der Bevormundung greifbar. Auch in seinem ersten Job lässt er sich nicht auf das ein, was die Staatsführung ihm vorgibt. Allzu frei interpretiert er seine Aufgabe als Dolmetscher, wie Harald Pfeiffer, MDR-Kabarettspezialist und Hallervorden-Kenner, anhand einer Geschichte mit einem französischen Diplomaten erzählt. Die Situation ist einfach die, dass er sich mit dem Gast der DDR unterhalten hat. An einem Tisch daneben war eine Blume und da drin war ein Mikrofon. Und was er erzählt hatte, der hatte natürlich das Bild von der DDR, was er selber erlebt hatte, beschrieben und erzählt, dass eben auch mal was nicht gab. Und dann erzählt er die Geschichte, dass es eben keine Streichhölzer gab und dass sie durch den Ort gezogen sind, um Streichhölzer zu kriegen. 3 Schachteln wollten haben, aber da war die Diskussion zwecklos, denn es war bloß noch eine Schachtel Streichhölzer da. Also es ging um Versorgungssachen, es ging so wie man DDR auch erleben kann. Und die Genossen, die haben ja nun ihre eigene oder ihren Blick auf DDR dann immer so beschrieben, dass alles im superlativen Sinne ganz toll und gut ist. Und ja, das mochten sie natürlich nicht, wenn da irgendein junger Student auf einmal da ihnen in die Parade fährt. Nimmt man die große Portion anarchischer Frechheit, die sich in solchen Episoden artikuliert, als Teilgebiet seiner späteren komischen Kunst, so mag man hier schon Ansätze des späteren Nonstop-Nonsense-Genies erkennen. Aber immer noch fehlt jene Zündung, aus der seine freie Lust an so ungehemmtem wie feinsinnigem Quatsch hervorgeht. Ein Herr Bamberger ist da noch nicht in Sicht. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, was wünschen Sie? Einen schönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Ich heiße Walden. Ja, und was wünschen Sie? Mich schickt der Herr Bamberger. Wer? Der Herr Bamberger. Kein Wunder, denn Hallervorden interessiert sich mittlerweile für das klassische, ernste Theater. Während seines Studiums hat er sich freien Schauspieltruppen angeschlossen, zunächst einer französischen Kompanie. Aus diesen Erfahrungen heraus resultiert sein Wunsch, Berufsschauspieler zu werden. Schließlich hat er hier Hauptrollen besetzt und gute Kritiken erhalten.
Doch diese Karriere soll alles andere als geradlinig verlaufen. Ja, dass auf seinem weiteren Weg ständig etwas schief geht, wird zu Hallerfordens Markenzeichen. Liegt hier vielleicht die Matrix zu seiner Kunstfigur Didi, der ja auch ständig alle guten Pläne verrutschen? Wir kriegen jetzt wieder trocken. Oh, sehr gut. Pressluftflaschen, Eilverfahren, mit Luft trocknen. Genau. Falsche Flasche. Aber das ist Spekulation. Sicher ist lediglich, dass Hallerforden auf einer bedeutenden Schauspielschule abgelehnt wird. Daraufhin nimmt er Privatunterricht. Das fruchtet zunächst. Am Theater Berliner Tribüne erhält er sein erstes professionelles Engagement. Schon die nächste Verpflichtung aber scheitert. Er findet Unterschlupf bei der Kabaretttruppe Die Bedienten, überwirft sich dann aber mit deren Chef. Doch politisches Kabarett muss es ihm angetan haben, denn seine nächste Bewerbung richtet sich an das renommierte Berliner Kabarettensemble Die Stachelschweine. Wieder ist er nicht gut genug. Was zu einer folgenreichen Entscheidung führt, er macht sich selbstständig. Bei Dieter Hallervorden hört sich das so an. Also ich kam ja vom klassischen Theater. Ich habe angefangen, den Trufaldino zu spielen in Turandot von Schiller und auch andere Rollen gespielt. Und dann kam dazu, ich mir sagte, Mensch, gut, ich möchte gern Schauspieler sein, aber ich bin politisch sehr interessiert und ich möchte auch gerne schreiben, ich möchte mich politisch artikulieren. Und das war natürlich am ehesten möglich, selbstständig in einem politisch-satirischen Kabarett, und zwar nicht, indem mir andere sagen, welche Texte, sondern indem ich die selbst schreiben konnte. Deswegen habe ich die Wühlmäuse gegründet. Damals natürlich ein waghalsiges Unternehmen, als 25-Jähriger ein neues Theater aufzumachen. Kein Mensch kannte das arme Würstchen Hallervorden und meine Mitstreiter waren auch unbekannt. Das heißt, wir haben zu Anfang im Schnitt vor so 15, 16, 17 Leuten gespielt. Es dauert gut 5 Jahre, bis sich die Wühlmäuse in Berlin etabliert haben. Tatsächlich geht es hier um klassische, an der Tagespolitik aufgezogene politische Satire. Deren Qualität wird von außen anerkannt, ein guter Ruf entsteht. Dieser Ruf wird auch vom Fernsehen wahrgenommen und so öffnet sich für Hallervorden und seine Truppe 1963 erstmals die Tür zur ganz großen medialen Aufmerksamkeit auf der internationalen Funkausstellung in Berlin für die ARD. Die Wühlmäuse spielen ein Stück, das das Fernsehen selbst zum Thema hat, und darin macht Hallervorden das, was er sein ganzes Leben lang beherzigt. Er lässt sich nicht den Mund verbieten und rührt an Tabuthemen. Ein Redakteur des SFB, schon in der Nazi-Zeit in der Unterhaltungsbranche tätig, wird im Programm kräftig aufs Korn genommen. Da war der Justiziar des SFB und der Unterhaltungschef und der Fernsehredakteur waren der Meinung, diese Szene müsste schnellstens raus. Und anstatt die rauszunehmen, haben wir sie weitergespielt und haben jeden Abend auf der Funk- und Fernsehausstellung drangehängt, was es an Ärger gegeben hatte. Das war zwar sehr mutig, weil man aus der DDR kommt, sich auch selbst nicht aus egoistischen Motiven den Mund verbieten wollte, aber es hatte Folgen. Danach blieben alle Türen in Fernseh- und Funkanstalten für etwa 5 Jahre für mich verschlossen. Hallervorden erweist sich also in dieser Zeit als höchst unbequem, setzt Stiche und zeigt sich als kritischer Beobachter des Zeitgeistes. Aber wo bleibt das, was ihn eigentlich populär machen wird? Wo bleibt der Slapsticker, der Mann mit dem genialen Sinn für intelligenten Klamauk? Sagen Sie mal, was machen Sie da eigentlich? Stell mir ins Wasser. Im Jahr 1971 nimmt Dieter Hallervorden, wohl auch aus finanzieller Not heraus, eine Rolle als Synchronsprecher an. Vor ein paar Tagen hat deine Mutter, du weißt deine Mutter, ja. Deine Mutter und ich haben uns unterhalten, und wir sagten, dass jetzt die Zeit gekommen ist, für uns die Regie zu erklären. Er wird zur deutschen Stimme des ungemein populären britischen Komikers Marty Feldmann. Ein einschneidendes Erlebnis für den in der DDR aufgewachsenen Kabarettexperten Harald Pfeiffer. Ich habe es erste Mal wahrgenommen, ohne dass ich wusste, dass Dieter Hallervorden dahinter steckt und wer das überhaupt ist, bei Marty Feldmann. Das war so eine Comedy-Serie, eigentlich eine Kunst, die wir mit unserer Kabaretterfahrung überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Das war so für unsere Zeiten sowas, wie man heute sagt, durchgeknallt. Und das war die Marty Feldmanns Comedy Machine. Und die ist in Großbritannien 1971, 72 gelaufen und kurz danach in der ARD. Und
da war die Synchronstimme Dieter Haller-Vorden. Für mein Empfinden war es ja tatsächlich so, dass die beiden sich sehr ähnelten. Da war die Stimme hinterher auch sehr folgerichtig. Der Haller-Vorden hat seine Fernsehkarriere quasi über seine Synchronstimme für Marti Feldmann eingeführt. Marti Feldmann hat längere, wuschelige Haare, ist von schlanker Figur und beeindruckt die Zuschauer vor allem mit seinem grandiosen Augenspiel, zu dem eine Krankheit einen entscheidenden Teil beiträgt. Zudem glänzt Marti Feldmann in herrlich skurrilen Sketchen. Ich meine, du bist nicht einfach nur so ausgebrütet, weißt du? Ich weiß. Also natürlich in gewisser Weise... Mir fehlt einfach ein besseres Wort, bist du schon, also ausgebrüht. Ja. Wie alt bist du eigentlich, Sohn? 31, Dad. Ich glaube, dass Marti Feldmann wirklich eben ein absolutes Original war. Ist unkopierbar und ich war großer Fan von ihm. Jedes Mal, wenn er nach Deutschland kam, rief er mich an und sagte, Daddy, speak with my voice. Er fand also die Synchronisation, sagte er, war auch ein bisschen was mit Öl um die Wangen zu tun haben. Er fand diese Synchronisation wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben uns öfter, wenn er in Deutschland war, gesehen. Leider ist er dann sehr früh von uns gegangen. Es kann in der Tat kein Zufall sein, dass just zu dieser Zeit der Komiker Dieter Haller-Vorden entsteht. Das rollende Augenspiel, die gewisse Tollpatschigkeit, das gesamte Setting des Witzes Feldmanns wirken wie eine Vorlage zu dem, was dann kommt. Zumal Dieter Haller-Vorden über den Erfolg der Synchronisation einen neuen Entschluss fasst. Es war dann auch so, dass viele Leute nicht unterscheiden konnten, dass ich nicht Marti bin. Die dachten, naja, klar, die machen mit Kamera, verdrehen die Augen so ein bisschen, stellen die ein bisschen auseinander. Und die Stimme war so präsent, dass ich merkte, ich ging meiner Identität verloren, weil die Leute glaubten, ich wäre Marti. Deswegen habe ich dann auch die Synchronisation einstellen müssen, um zu mir selbst zu finden. Und wie er zu sich selbst findet. Bei den Wühlmäusen wird fortan auf eine klare Lachnummer gesetzt, zwar erst um Mitternacht, aber das Haus ist voll. Haller-Vorden lotet hier die vielfältigen Möglichkeiten seines komischen Talents aus. Und die Figur Marti Feldmann dürfte daran ihren entscheidenden Anteil haben. Selbst wenn Haller-Vorden das rückblickend eher zurückhaltend beurteilt. Vielleicht insofern, als ich den Mut hatte zu sagen, okay, ich hau mal auf den Pudding, ich gebe dem Affen Zucker, ich lasse ruhig mal ein bisschen die Klamotte raus. Ach, ist das aufregend! Ach, ist das alles aufregend! Kapitel 2. Ein richtiger Schauspieler. Also für mich ist natürlich klar, dass Theater die Keimzelle unseres Berufs ist. Alles andere, Film, Fernsehen, ist ja später erst durch technische Mittel dazugekommen. Theater, wo in dem Moment, wo das Wort dem Mund entfleucht, man es auch nicht mehr zurücknehmen kann, bleibt für mich das Größte. Und das Schönste ist natürlich, wenn die Bälle in Form von Pointen, die wir absondern, vom Publikum aufgefangen werden und das Lachen oder das zutiefst Berührtsein oder auch der Applaus in dem Moment erzeugt wird, das ist durch Fernsehen und Film nicht zu ersetzen. Ende der 1950er Jahre in West-Berlin. Nach seiner Flucht aus der DDR ist Dieter Haller-Vorden auf der Suche nach Anschluss. Am schwarzen Brett der Freien Universität wird der Romanistikstudent fündig und Mitglied der französischsprachigen Theatergruppe La Compagnie des Inconnus. Auf der Bühne des Uni-Theatersaals gibt Haller-Vorden unter anderem die Hauptrollen in Molières Der eingebildete Kranke oder Scapins Streiche. In seiner Autobiografie Wer immer schmunzelnd sich bemüht, erzählt er, dass er selten zuvor so viel Spaß und Lust am Leben empfunden habe. Infiziert mit dem Theatervirus verbringt er viel Zeit im Schlossparktheater in Berlin-Steglitz. Eine Liebe mit Folgen, wie sich viele Jahre später herausstellen würde. Ich glaube, dass ich natürlich als Student und als Schauspielschüler früher hier in diesem Theater alle wichtigen großen Inszenierungen erlebt habe, quasi in Gedanken niedergekniet bin vor Leuten wie Martin Held und Hildegard Knef. Und deswegen war es für mich natürlich schon eine besondere Herausforderung, genau dieses Theater zu übernehmen. Ein Theater, in dem ich wirklich die glücklichsten Stunden als Zuschauer damals verbracht habe. An der renommierten Max-Reinhardt-Schauspielschule blitzt Haller-Vorden jedoch mangels Begabung ab. Er lässt sich nicht entmutigen und spricht vor einer Kommission der Deutschen Bühnengenossenschaft vor, die Haller-Vorden sein Talent schriftlich gibt. Der junge Mann wird an die Schauspielschule von Marliese Ludwig vermittelt. Auch die Berliner Schauspielerin Brigitte Grotum gehört zu ihren Schülerinnen.
Wir hatten beide die berühmte Marliese Ludwig hier in Berlin. Das war so die Königin der Schauspiellehrerinnen von den Privaten. Und da sind wir beide gewesen, nicht zur gleichen Zeit. Er muss wohl vor mir da gewesen sein, obwohl wir gleichaltrig sind. Jedenfalls nicht im gleichen Kurs. Aber ich weiß, dass sie auch seine Lehrerin war. In seiner Autobiografie beschreibt Hallervorden sein skurriles Vorsprechen bei Marliese Ludwig. Weil der gebürtige Dessauer seinen anhaltinischen Dialekt noch nicht abgelegt hat, mündet sein Vorsprechen in einen Lachkrampf der Schauspiellehrerin. Marliese Ludwig versteht kein Wort, nimmt ihn aber trotzdem unter ihre Fittiche. Und so wird Dieter Hallervorden Teil einer Ausbildung, die unter anderem auch Horst Buchholz, Edith Hanke, Harald Junke, Klaus Kinski, Günter Pfitzmann und eben Brigitte Grotum durchlaufen haben. Eine Ausbildung, die Früchte trägt, wie der Comedian Moritz Netenjakob Jahrzehnte später als Zuschauer erlebt. Herr Hallervorden zum Beispiel kann sehr nuanciert spielen. Also ich habe ihn in Berlin gesehen in Dinner für Spinner, einer Boulevardkomödie, wo er überhaupt nicht dem Affen Zucker gegeben hat, aber die Gags so zielsicher gesetzt hat, dass er die Kollegen absolut an die Wand gespielt hat. Was man aber auch gerade in den ernsten Filmen jetzt sieht, man, was für ein guter Schauspieler er ist, wie präzise er ist. Und das ist halt etwas, was einem beim Slapstick extrem zugutekommt. Wenn ein Gag funktionieren soll, muss das Timing auf die Millisekunde stimmen. Und bei Hallervorden sitzt jeder Blick auf die Millisekunde. Also auch auf der Bühne da, dieses Dinner für Spinner. Ich saß da und habe nur einfach mental meinen Hut gezogen. Weil wirklich jeder Blick sitzt da. Und er hat eine Aura. Und das ist halt er ist ein großer Schauspieler, der seine Kraft halt lange in die Dienst von etwas gestellt hat, was in Deutschland nicht gewürdigt wird. Im Jahr 2008 begeht Dieter Hallervorden sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem besonderen Programm. Ich habe zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum ein Stück herausgebracht, das heißt Stationen eines Komödianten. Das ist quasi kurz gefasst eine Übersicht über meine Laufbahn, beginnend mit der Schauspielaufnahmeprüfung für die Schauspielschule, über politisch-satirisches Kabarett, über Abracadabra, über die Nonstop-Nonsense-Zeiten, den Didi, die Rückkehr zum politischen Kabarett und daraus quasi ein Sammelsurium, wo ich aus bestimmt etwa 450 Stunden Material die Rosinen rausgepickt habe. Also wenn das nun jetzt schlecht sein sollte, hätte ich ja alles falsch gemacht. Wir haben quasi nur die Rosinen verwendet. Und wer da nicht lacht, muss entweder blinder Japaner sein oder zum lachenden Keller gehen. Doch in seinem Jubiläumsjahr macht sich der Komödiant noch ein weiteres Geschenk. Ein kostspieliges zudem. Er übernimmt 2008 das Schlossparktheater in Berlin-Steglitz und baut es mit eigenen Mitteln aufwendig um. Es ist ja ein sehr renommiertes Theater, das früher große Glanzzeiten erlebt hat. Und es war geschlossen, seit Jahren geschlossen. Und es war in einem total verwahrlosten Zustand und ich habe das mit eigenem Geld, mit Griff in die Privatstadthülle renoviert, wieder zum Leben erweckt. Und wir gestalten einen Spielplan, der sich mehr und mehr der Zuschauergunst erfreut. Und für mich ist diese Wiedereröffnung des Schlossparktheaters beruflich gesehen das Wichtigste, was ich gemacht habe, denn es ist mein absolutes Herzensprojekt. Ein Herzensprojekt. Und ein Geschenk für Berlin, wie Brigitte Grotum berichtet, die 1955 im Schlossparktheater die zweite Rolle ihres Lebens spielt. Als Hallervorden 2009 vom Berliner Theaterclub für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, geht Grotum in ihrer Laudatio vor allem auf die Tatsache ein, dass er damals das Theater übernommen hatte und für Berlin diese große Tat vollbracht hat und uns das Schlossparktheater zurückgeschenkt hat. Im Grunde ist es ja sein Verdienst und auch sein persönliches Geld, was er da eingesetzt hat. Jedenfalls zu einem ganz großen Teil, wie man überall weiß. Am 1. September 2009 wird das Schlossparktheater im Rahmen einer Gala wiedereröffnet. In seiner Antrittsrede verspricht Hallervorden, dass er als Intendant keinem Trend hinterherlaufen und man nicht erleben werde, dass Hamlet seine Ophelia in der Sauna trifft. Und das ist natürlich etwas, was die Castorf-Anhänger sicherlich abhalten wird, hinzugehen. Die sagen dann, das ist Opas Theater oder was weiß ich. Was es überhaupt nicht ist, das sieht man am Spielplan. Er ist wirklich so weit gefächert. Er hat so viel Mut besessen. Und auch, dass er so ein Stück, ein rein von der Sprache und von der intellektuellen, von den Inhalten lebendes Stück wie Geliebter Lügner
bringt und den, es riskiert, da das den Leuten vorzusetzen und hinterher auch wieder eine Klamotte wie jetzt das wunderschöne Alles auf Krankenschein, wo die Leute sich biegen vor Lachen. Dieser Wechsel, das ist eigentlich der Sinn, wie das Theater auch früher war. Spielzeit um Spielzeit, trotz Tallervorden mit dem Schlossparktheater, vielen Skeptikern. In einer nicht einfachen Berliner Kulturlandschaft, wie Brigitte Grotum findet. Erstmal ist es angenommen worden. Es ist generell für ein Privattheater in Berlin sehr schwierig geworden. Es gehörte zum Schillertheater dazu. Die beiden waren eine Einheit, Schillertheater und Schlossparktheater. Das Schillertheater ist entsorgt worden. Da sitzt die Oper drin und wird da auch noch wahrscheinlich, so wie der Flughafen nicht fertig wird, wird auch die Staatsoper nicht fertig werden. Und das Schlossparktheater hat jetzt, glaube ich, mehr und mehr sein Publikum so auch im Kiez um Zehlendorf herum. Also Steglitz, Zehlendorf, Umkreis, Lichterfelde. Ich weiß nicht, ob sie aus Mitte ins Schlossparktheater gehen. Soweit ist die Wiedervereinigung, glaube ich, immer noch nicht im Gange. Brigitte Grotum kennt Hallervorden seit rund 50 Jahren. Und doch ist das neue Schlossparktheater für die Schauspielerin auch in anderer Hinsicht eine Offenbarung. Sie entdeckt, dass er eigentlich wahnsinnig viel mehr konnte oder kann, als er bisher, als ich immer gesehen hatte. Also vielleicht haben ihn andere schon so gesehen. Also ich hatte ihn immer nur als halt Komiker eingeschätzt. Ich habe ihn als auch nicht großen politischen Kabarettisten eingeschätzt, was er auch nicht ist, sondern mehr als Quatschmacher. Doch dann sieht Brigitte Grotum das Stück Die Socken, Opus 124, in dem der schauspielende Intendant 2009 an der Seite von Ilja Richter auf der Bühne steht. Und hier in diesen Socken habe ich gedacht, zum ersten Mal, das habe ich ihm dann auch gesagt nach der Premiere oder nach der Vorstellung, die ich gesehen habe. Ich sage, Mensch, du bist ja ein richtiger Schauspieler. Weiß ich, wie er das aufgefasst hat. Ich habe, glaube ich, diesen Satz so gesagt. So. Und dann, als er draußen war, dachte ich, oh Gott, das hättest du vielleicht gar nicht sagen dürfen. Ich weiß nicht, ob es ihn damals gekränkt hat oder ob es ihn gefreut hat. Jedenfalls hat er es angenommen und ich habe danach bei ihm eigentlich hintereinander gespielt. Ich habe nach dem Es wird Zeit in der übernächsten Saison Arsen und Spitzenhäubchen bei ihm gespielt. Da hat er sogar auch alternierend mit einem anderen Kollegen mitgespielt. Das war natürlich ein großer Spaß. Und ich weiß, er hat was ganz Süßes gemacht. Er hat zum Schluss diesen ziemlich vertrottelten Alten gespielt, der dann also von uns beiden Weibern vergiftet wird. Und er hat wirklich da eine ziemliche Klamottennummer draus gemacht, was ja auch legitim ist. In diesem Stück darf man ja auch wirklich dem Affen Zucker geben. Und wenn wir uns verbeugt haben, hatten wir alle immer natürlich riesen Applaus. Er den meisten, das ist klar, der Hausherr und in dieser Rolle. Und dann hat er manchmal so rübergeguckt zu mir beim Verbeugen. Und dann kam er irgendwo mal, fand es ein bisschen zu viel. Fand ich süß. Aber nein, habe ich gesagt. Aufgrund ihrer intensiven Zusammenarbeit am Schlossparktheater lernt Brigitte Grotum die schauspielerischen Qualitäten Hallervordens erst so richtig schätzen. Er sei ein Schauspieler, der so todsicher weiß, wie man eine Pointe setzt, wo sie ist. Auch jetzt bei unserer geliebten Lügeninszenierung, die ja sehr ernsthaft und sehr ruhig ist, kam er dann auf die Probe und hat 2-3 Anmerkungen als Zuschauender. Er sagt, ich will überhaupt mich nicht hier wichtig machen als Intendant oder was. Oder als über den Regisseur hinweggreifen. Er ist sehr, sehr seriös dem Regisseur gegenüber. Er sagt, das soll der Regisseur entscheiden. Ich mache gar nichts. Ich habe nur 3-2 Anregungen. Die sind die und die und die. Und ich muss sagen, die waren alle durch die Bank total richtig. Dieter Hallervorden, so schwärmt Brigitte Grotum weiter, sei ein alter Theaterhase. Der riecht einfach. Da sitzt eine Pointe oder da muss der Schluss sein und so muss der Schluss sein. Und das ist Theater. Theater ist, dass man es einfach weiß, wie es geht, dass man, die Praxis ist wichtig. Wie das im Stück gemeint und theoretisch aufgeschrieben ist, das ist alles wurscht. Theater ist lebendig und Theater, er weiß, wie lebendiges Theater geht. Und das ist wichtig und deshalb muss er auch seinen Instinkt, den er so grandios hat, und deshalb ist er so ein toller Komiker und deshalb ist er auch so ein toller, ernster Schauspieler. Er könnte jetzt alles spielen, die großen, alten. Er wäre auf den Spuren von den ganz großen Charakterdarstellern. Er könnte jetzt den Lear spielen, er könnte
sonst was spielen an modernen, großen, alten Männern. Und es ist schade, dass er es nicht tut. Und er kann sich ja nicht zerreißen. Er kann nicht Intendant sein von beiden Theatern. Er kann nicht Filme machen und auch noch jeden Abend auf der Bühne stehen. Ich verstehe das. Aber es ist schade. 80 Jahre und kein bisschen leise. Das gilt für Dieter Hallervorden und die gleichaltrige Brigitte Grotum, die beide nach wie vor erfolgreich Theater spielen. Die Bühne ist ihr Lebenselixier. Theater spielen ist nicht nur ein Jungbrunnen, es ist lebensverlängernd, meine ich. Und es ist auch, es ist eine Droge, natürlich. Es ist eine gesunde Droge. Es ist etwas, also du gehst auf die Bühne, du hast vorher meinetwegen irgendein Zipperlein, dies oder jenes funktioniert nicht sogar. Du gehst raus, es ist alles weg. Es ist wirklich weg. Es ist wirklich weg und hinterher bleibt es auch weg. Es ist nicht so, dass es dann hinterher wiederkommt. Es macht gesund. Theaterspielen hält gesund. Ach, ist das aufregend! Ach, ist das alles aufregend! Kapitel 3: Die Wühlmäuse. Der Humor hat seine Schuldigkeit getan. Mit diesem Programmtitel feiert das Kabaretttheater Die Wühlmäuse am 22. Dezember 1960 seine Premiere. Weil Dieter Hallervorden von der Berliner Kabarettinstanz Die Stachelschweine abgelehnt wird, schafft er sich gemeinsam mit Rotraud Schindler und Wilfried Herbst für seine politisch-satirische Stimme eben eine eigene Bühne. Er realisiert seine Bestimmung, wie er rückblickend erklärt. Ich glaube, ich bin sehr viel begabter, Entscheidungen, die andere treffen, zu kritisieren, als selber die richtigen zu treffen. Noch in den 1960er Jahren führt Hallervorden das kabarettistische Theaterstück ein. Ein absolutes Novum in der Geschichte des deutschen Kabaretts, wie er in seiner Autobiografie erklärt. Er löst in den Wühlmäusen das übliche sogenannte Nummernkabarett ab. Im Laufe der Jahre wandeln sich die Wühlmäuse vor allem zu einem Gastspieltheater, deren künstlerischer Leiter Hallervorden bis heute ist. Eine Bühne für Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt, Hans-Dieter Hüsch und Matthias Riechling, Comedians wie Ingo Appelt und Dieter Nuhr oder zaubernde Entertainer wie Detlef Simon. Das ist einfach ein Haus, in dem spielst du gerne. Und das hat er ja auch ermöglicht, mit größtem persönlichen Einsatz. Nach dem ersten Domizil in der ehemaligen Scala in Schöneberg und dem Theater an der Litzenburger ist die heutige Bühne am Theodor-Heuss-Platz bereits die dritte Heimstätte. Detlef Simon, als Desimo mehrfach in den Wühlmäusen aufgetreten, beschreibt deren Besonderheit. Das ist einfach ein ehemaliges britisches Theater-Casino, was auch immer die Briten da gemacht haben, in einer Eiform. Wenn man es weiß, fällt es einem auf. Und die etwas schmalere Seite des Eis, also die Spitze, also ist wie ein durchgeschnittenes Ei sozusagen. Also auch rund nach oben, das ist ein goldener, runder Dachbereich. Und auf der Bühne ist an der Spitze ist die Bühne. Die Bühne ist reingebaut, dass du eine ganz große offizielle Bühne hast, aber gleichzeitig relativ nah dran bist an den Leuten, die dann nach hinten eben in dem breiteren Teil des Eis sitzen. Und zwar in zwei Stockwerken. Hinten ist auch noch ein Balkon. Und das Schöne ist halt einfach, dass es technisch modern ist. Sie haben da richtig Geld investiert, aber gleichzeitig eben diese ganze Geschichte da atmet. Und damit auch den Geist jener Kabarettlegenden, die über die Jahre in den Wühlmäusen aufgetreten sind. Wenn du im Keller kommst, die Plakate siehst, von wem der alles gespielt hat, da waren sie alle. Aber das sind halt noch Schwarz-Weiß-Plakate von Hans-Dieter Hüsch und natürlich Dieter Hildebrandt und alle in ihren Anfängen und Hannes Wader und nennen irgendwelche Menschen, die auf Kleinkunstbühnen unterwegs waren, die sind da immer alle gewesen. Die haben da unten getrunken und gegessen und auf der Bühne gespielt und das ist alles noch da. Überhaupt, Hallervorden und die Kleinkunst. Im Jahr 2001 ruft er auf der Bühne seiner Wühlmäuse das große Kleinkunstfestival ins Leben, das sich über die Jahre zu einer Institution entwickelt hat. Mittlerweile live im Fernsehen übertragen, führt seit der Premiere Dieter Nuhr durchs Programm. Anlässlich der 15. Auflage wird der Comedian folgendermaßen zitiert: Das große Kleinkunstfestival ist eine Institution wie die Evolution oder der aufrechte Gang. Es bleibt. Ein Satz, der wohl auch auf Dieter Hallervordens Kabaretttheater zutrifft. Denn auch nach 55 Jahren hat der Humor in den Wühlmäusen seine Schuldigkeit noch nicht getan. Ach, ist das aufregend! Kapitel 4: Der Humor. Wie schon einmal angemerkt, Hallervorden wird dem Affen Zucker geben.
Ende März 1975 startet Nonstop Nonsense im deutschen Fernsehen in monatlicher Ausstrahlung. Da ist Hallervorden fast schon 40. Als Rahmenkulisse dient ein Theater, ursprünglich war es das der Wühlmäuse, dann wechselt man zu einer Fernsehbühne, in dem ein Live-Publikum die dargebotenen Sketche und Filmeinspieler verfolgt. Und als Highlight natürlich den gespielten Witz. Mein Gott, ist das langweilig. Ganz schön langweilig. Oh, ist das langweilig. Wenn ich das vorher gewusst hätte, also. Man müsste vielleicht was spielen. Spielen? Was denn? Na, vielleicht Kaufmannsladen. Kaufmannsladen? Wie wär's denn mit Hopse oder so? Ja, Hopse kann ich gar nicht. Komm, wir spielen Kaufmannsladen. Okay, weißt du, du kaufst das, du gehst da, kommst als Käufer und ich bin der Verkäufer. Ja? Das ist hier der Ladentisch. Und dann kommst du und kaufst was, ja? Okay. Die Tür ist ja immer offen, ne? Ich komme jetzt da so rein, ja? Ja. Fallen, fallen. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf's sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja. Da warst du nicht drauf vorbereitet. Mach mal was anderes. Ich komme jetzt nochmal, ja? Ja. Du wirst gleich am Klingeln merken, es ist immer noch derselbe Laden. Ah, ja. Palim, palim. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gern eine kleine Flasche Pommes frites. Eine kleine wird doch wohl möglich sein. Du kannst das nicht. Du bist schlecht sortiert. Ne? Nee. Komm, du machst jetzt mal den Verkäufer, ich mach mal den Käufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ja, zeig dir jetzt mal, wie man spielt. Ich komme jetzt. Ja. Ja. Entschuldigung, die Klingel ist kaputt, was? Nee, die Tür war auf. Ach so. Palim, palim. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Nonstop Nonsense steht zu diesem Zeitpunkt nicht im luftleeren Raum. Komische Formate sind im deutschen Fernsehen durchaus schon etabliert, wie die WDR-Serie Ein Herz und eine Seele und dann natürlich ab 1973 Michael Pflekas Klimbim. Ja, es wird schon ordentlich und sowohl freimütig wie freizügig gespaßt im deutschen Fernsehen, als Dieter Hallervorden kommt. Dennoch sieht MDR-Kabarettredakteur Harald Pfeiffer mit Nonstop Nonsense gerade im Vergleich zu Klimbim etwas Neues aufziehen in der deutschen Comedy-Gesellschaft, die natürlich noch lange nicht so heißt. Klimbim ist eigentlich ein elegantes Spiel und auch ein sehr effektvolles Spiel mit dem Kitsch gewesen. Also wenn man die Ingrid Steger anguckt, da kann man nicht unbedingt ernst bleiben. Und insofern, die hat das auch so gut bedient, dass also aus diesem Kitsch eine Kunstfigur geworden ist oder eine Kunstsituation. Das war schon gut, aber das hatte dieses Etepetete und ich bin ganz besonders schön oder sowas, das hatte ja bei Hallervorden überhaupt keine Bedeutung. Hallervorden setzt tatsächlich auf ein anderes Pferd. Seine Zugnummer ist seine Kunstfigur, die erst Herr Slap heißt, bevor Didi geboren wird. Diese Figur ist ein wahrer Tollpatsch. Oder, wie Hallervorden es selbst einmal beschrieben hat, ein Typ, der ein großes Tablett voll guten Willens vor sich herträgt und ohne jede böswillige Absicht sich Widersacher schafft, Hürden aufbaut, schwierige Situationen heraufbeschwört und im verzweifelten Willen, sich zu rehabilitieren, sich immer tiefer in Missgeschicke verstrickt. Ich frage zum letzten Mal, warum sind Sie in die Kabine dieser Dame eingebrochen? Das war alles ein Irrtum. Ich wollte ja die andere Dame des Diebstahls überführen. Unverschämtheit! Ich werde Sie verklagen! Oh, wie kommt denn der rein? Mein Schmuck! Also Sie... Sie also? Aber ich schwöre Ihnen, ich hatte keine Ahnung. Sie sind entlassen. Im nächsten Hafen verlassen Sie das Schiff. Man kennt das. Man kennt diesen Unglückspilz. Diesen hochsympathischen und durchaus auch bemitleidenswerten Typus von den Urvätern der Klamotte. Von Charlie Chaplin, von Buster Keaton, von Harold Lloyd, Stan Laurel und Oliver Hardy. Wer genau hinschaut, wird direkte Zitate entdecken,
wie etwa das Erschrecken vor dem eigenen Arm, der durch Verrenkungen wie ein Fremdkörper auf der eigenen Schulter zu liegen kommt, das hat vor Hallervorden nur Stan Laurel gekonnt. Und das Hallervorden-Team greift auch in anderer Hinsicht in die ganz alte Trickkiste. Die gesamte akustische Untermalung, die Klavierbegleitung, die überzeichnenden Geräusche verweisen selbstbewusst auf die 20er Jahre, und wenn Didi geht oder läuft, dann lässt man das Band etwas schneller abfahren, wodurch sich ein Gang beschleunigt oder der Eindruck von Trippelschritten entsteht. Ein Trick, mit dem nahezu zwangsläufig Lacher produziert werden. Und es wird laut in den Filmsequenzen. Denn Didi hat eben das Talent, aus kleinen Missgeschicken große Katastrophen zu generieren. So gibt es dauernd Kollisionen zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Objekt. Es stürzen Mauern ein, fallen ganze Häuser in sich zusammen. Das ist natürlich Humor der grotesken Art, der funktioniert, weil Ursache und Wirkung in keinem Verhältnis mehr stehen und letztlich ja auch niemand zu Schaden kommt. Aber der Radau gehorcht dabei nicht dem Selbstzweck. Er ist erzählerisch gut motiviert. Oder wie Harald Pfeiffer meint, der Hallervorden weiß die Situation wirklich rauszukitzeln. Das ist also nicht unbedingt, dass der seine Pointen so runterplappert. Der weiß wirklich, seine Pointen auf die Spitze zu treiben. Aber Hallervorden und sein Team beherrschen die gesamte Klaviatur der komischen Kunst, weil sie gute Schauspieler sind. So umgibt sich der Chef mit mimisch nahezu ebenbürtigen Größen wie Gerhard Wollner und Kurt Schmidtchen und natürlich seiner langjährigen Ehefrau Rotraud Schindler. Ihnen ist es ebenso zu verdanken, dass viele Nonstop-Nonsens-Szenen oft schon auf der rein mimischen Ebene funktionieren, manchmal auch nur auf dieser Ebene. Um dann wieder in brillanten Wortwitz umzuschlagen, etwa wenn Kurt Schmidtchen als Polizist den viel zu schnell gefahrenen Didi anhält. Sie sind 120 gefahren. Quatsch, ich wohne ja nur 10 Kilometer von hier. Bewusst falsches Verstehen oder das Wörtlichnehmen von Sätzen, die im übertragenen Sinn gemeint waren, ist ein Standard dialogischer Komik. Nonstop Nonsens reizt dieses Motiv aus, um es gleichzeitig aber auch immer zu variieren. Wie in einem Sketch, der bei einer Ehevermittlung spielt. Ja, also Sie sind also reich, intelligent, sportlich. Schön. Ja, darauf kommt es doch bei Männern gar nicht an. Aber wenn's einer nun mal ist. Also ich lege schon Wert darauf, schön zu sein. Ne? Gerade bei solchen Szenen fällt aber auch ein Defizit von Nonstop Nonsens auf. Der Spaßgipfel, also der eigentliche Lachhöhepunkt, liegt oft in der Mitte einer Handlung und nicht am Ende. Häufig fallen gerade die Schlusspointen gegenüber denen vom Mittelteil ab, wie zum Beispiel das Ende von Im Eheinstitut beweist. Achtmal verheiratet, noch nicht ein einziges Mal geschieden. Ja, und die Frauen leben alle noch? Natürlich. Aber dann sind sie doch ein Bigamist. Nee, Mohammedaner. Doch letzten Endes müssen einen diese Mängel heute nicht mehr kümmern. Schließlich gilt, dass kaum etwas so schwer ist, wie seriell gute Gags zu liefern. Dafür überzeugt die Nonstop-Nonsens-Crew seriell durch einen akribisch hohen Aufwand, was die Kulissen und sonstige Ausstattungen angeht. Die Kostüme sind bis ins kleinste Detail durchgearbeitet. Schließlich werden in den Folgen ja quasi auch alle Berufsgruppen durchdekliniert. Vom Dirigenten bis zum Richter, vom Butler bis zum Ritter, vom Gaukler bis zum Ganoven, vom Schmetterlingsjäger bis zur Kosmetikerin, vom Friseur bis zum Privatdetektiv, vom Fernsehtechniker bis zum Politiker. Die darstellerische Qualität ist sowieso durchweg auf hohem Niveau und pro Sendung gibt es mindestens ein Highlight, das bis heute an Strahlkraft nichts verloren hat. Entschuldigung, ich möchte nicht unverschämt sein, aber darf ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen? Ins Hotel? Sie haben mich missverstanden. Ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kaffee mit mir trinken. Wie bitte? Ins Hotel? Entschuldigen Sie, dass ich Sie da eben in eine etwas peinliche Situation gebracht habe, aber ich bin Soziologiestudentin und ich wollte das Verhalten der bürgerlichen Leute hier testen. Was denn? 150 Mark?
Und noch etwas fällt aus dem Abstand von heute auf. Hallervorden und sein Nonstop-Nonsense-Team bedienen nicht unbedingt das einfache Volk, sondern wenden sich durchaus gewollt an ein gebildetes bürgerliches Publikum beziehungsweise an eine Klientel, die für die subtilen Seiten des Humors offen ist. Die vielgerühmte Szene mit Herrn Bamberger wird ja bei auf Schenkelklopfen geeichten Zuschauern eher Ratlosigkeit hinterlassen haben. Bitte vielmals um Entschuldigung. Was wünschen Sie? Einen schönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Ich heiße Walden. Das freut mich. Und was wünschen Sie? Habe ich denn nicht die Ehre mit Herrn Glück? Glück bin ich. Ja. Und was wünschen Sie? Mich schickt der Herr Bamberger. Wer? Der Herr Bamberger. Wer ist der Herr Bamberger? Bamberger aus der Gartenstraße Nummer 8. Wer ist dieser Bamberger? Bamberger aus der Gartenstraße Nummer 8. Und was will er von mir? Dass Sie ihm den Koffer zurückgeben, denn er reist morgen früh ab. Wer reist ab? Der Herr Bamberger. Wer ist dieser Bamberger? Bamberger. Der Sohn vom alten Bamberger. Ich kenne überhaupt keinen Bamberger. Das ist gehobener Witz, der ja durch die ständige Wiederholung des genüsslich ausgedehnten M-Lautes erst entsteht. Hey, Sie haben was vergessen. Überhaupt ist die Wiederholung desselben Satzes oder derselben Ungeschicklichkeit ein steter Trick im Hallerfordschen Komikkosmos. So läuft Didi nicht einmal gegen den Türrahmen, das würde selbst dem Zuschauer wehtun, sondern dreimal, und zwar gegen denselben. Erst dann wird es lustig. Ach so, ja. Ähnlich liegt der Fall bei der Suche nach der Melodie des Mittelteils von Dr. Chivago auf einer Straßenkreuzung, die sich nach und nach mit immer neuen Autofahrern und später dann auch Passanten füllt. Was Sie träumen wohl. Tut mir leid, ich war gerade in Gedanken gesliebt. Ich überlege die ganze Zeit, wie geht der Mittelteil von Dr. Chivago? Was? Wisst ihr dieses Lied? Der Wagen ist ganz frisch lackiert worden. Wissen Sie nicht, wie der Mittelteil geht? Na, lassen Sie mich doch mit Ihrem Mittelteil in Ruhe. Sie kommen auch nicht drauf, was? Schniff, schniff, wie schläuf, schnidde die Diede dolf. Schläuf, schläuf, wie schläuf, schnidde die Diede. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wissen Sie vielleicht, wie der Mittelteil von Dr. Chivago geht? Dr. Chivago? Wissen Sie dieses Lied? Schniff, schniff, wie schläuf, schnidde die Diede dolf. Moment mal. Schnäuf, schnäuf, wie Dolf, schnitte die Dolf, Dolf, Dolf. Na, 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 de, 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 das ist, glaube ich, dieses, Spanish Isles, ja? Oi, 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 oi. Was ist denn hier passiert? Kann man vielleicht behilflich sein? Ja, dieser Herr hier, der sucht den Mittelteil von Dr. Chivago. Bitte, von was? Na, Dr. Chivago. Schniff, schniff, wie Schnäuf, schnitte die Dolf, Dolf, Dolf. Schnäuf, 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 schnitte die Dolf. Das mit dem Paloma, nicht? Ja. Gut. Entschuldige, ich suche den Mittelteil von Dr. Chivago. Und dann geht so: Schnell, 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 Demonstration eigentlich angemeldet. Herr Wachmeister, Sie haben Folgendes. Ich suche den Mittelteil von Dr. Chivago. Nein, Herr Wachmeister, es dreht sich um. Da, 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 da. Ein
solcher Sketch, in dem eine Gesellschaft vorübergehend die Gesetze des Alltags außer Kraft setzt, weil ja eine Melodie wichtiger ist, so etwas hat ja geradezu etwas anarchisch-utopisches. Ein solcher Sketch erheitert nicht unbedingt die einfachen Gemüter. Und wenn ein erfolgloser Dramendichter des Nachts beim Theaterdirektor auftaucht, um ihm mit vorgehaltener Waffe von den nicht vorhandenen Qualitäten seines Theaterstücks zu überzeugen, dann gehört schon ein wenig Milieukenntnis bzw. leidvolle Erfahrung gymnasialen Deutschunterrichts dazu, um den Spaß auch wirklich bis zu seinem Ende nachvollziehen zu können. Doch was machen Sie denn da? Ich habe die Tür abgeschlossen, damit ich Ihnen ungestört mein Stück vorlesen kann. Was denn jetzt? Mitten in der Nacht wollen Sie ein Stück vorlesen? Sie schon hin, decken Sie wieder zu, damit Sie nicht erkälten. Und ich lese Ihnen das Stück vor. Ja. Also Sie verlassen jetzt auf der Stelle meine Wohnung. Ich werde lesen, Herr Direktor. Sie werden nicht lesen. Und ich sage Ihnen, Herr Direktor, ich werde doch lesen. Was wollt ihr mit dem Revolver? Lesen. Erstmal. Aber wenn Sie nicht wollen, dass ich lese, kann ich das Ding auch zum Schießen benutzen. Aber schauen Sie lieber. Lesen oder schießen? Nein, lesen Sie lieber. Du sollst nicht begehren. Punkt, Punkt, Punkt. Lustspiel in 12 Akten. 12 Akte? Personen. Sigismund Wallenstein, Elisabeth Wallenstein, Eugen Wallenstein, Alice Wallenstein, Hugo Wallenstein, Ludwig Wallenstein, Arnim Wallenstein, Johann Wallenstein, Gustav Wallenstein, Adolf Wallenstein, Markus Moltke, Eugen Moltke, Friedrich Moltke, Anna Moltke, Emmy Moltke, Stefan Moltke, Peter Moltke und Paul Moltke. Der erste Akt spielt in der Bucht. Im Hintergrund ein Fichtenwald, auf der rechten Seite ein Eichenwald, auf der linken Seite ein Birkenwald und in der Mitte gar kein Wald. Weil in der Mitte ist nämlich eine Bucht. Wenn der Vorhang hochgeht, sind auf der Bühne nur folgende Personen. Eugen Wallenstein, Johann Wallenstein, Hugo Wallenstein, Emmy Moltke, Anna Moltke und Klein Friedrich Moltke. Anna Moltke badet Klein Friedrich Moltke in der Bucht. Schauen Sie lieber, Freund. Lesen oder schießen? Lesen, lesen. Also, Klein Friedrich Moltke. Mama, fange einen Frosch. Hugo Wallenstein, sei still, Klein Friedrich Moltke, sei still. Klein Friedrich Moltke, Mama, fang mir einen Frosch. Anna Moltke, ich fange dir keinen Frosch, Klein Friedrich Moltke. Klein Friedrich Moltke, Mama, fang mir einen Frosch. Hugo Wallenstein, sei still. Nonstop Nonsense ist Humor weit jenseits von Komik, die für billigen Einsatz zu haben ist. Das unterstreicht auch Harald Pfeiffer. Die Nonstop-Nonsense-Sendungen waren ja nicht Blödelsendungen in dem Sinne, wo man sagen könnte, das ist eine mehrheitsfähige Kunst. Da war ja vieles skurril, da war ja vieles comedyhaft im englischen Sinne. Die Didi-Filme, das war ja sozusagen die Vermarktung der Figur für die breite Masse. Ach, ist das aufregend! Ach, ist das alles aufregend! Kapitel 5. Charakterstärke. Dieter Hallervordens Kinokarriere beginnt mit einer kleinen Rolle bei einem großen Regisseur. Unter der Regie von Fritz Lang ist der 25-Jährige 1960 in »Die tausend Augen des Dr. Mabuse« zu sehen, als Statist, in einer Gruppe von Reportern. Bewaffnet mit einem Fotoapparat hält der junge Hallervorden sein Charaktergesicht in die Kamera, mit ernster Miene, aber immerhin in der ersten Reihe. 1969 schreibt er sich mit Co-Autor Ralf Gregern die Hauptrolle der Filmkomödie »Darf ich Sie zur Mutter machen?« auf den Leib. Im gleichen Jahr spielt er an der Seite von Lieselotte Pulver in »Die Hochzeitsreise«. In seiner Autobiografie »Wer ewig schmunzelnd sich bemüht« gibt Hallervorden zu, dabei in puncto Witz, Zeitgeist und Timing aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. So verglüht sein junger Kinostern Ende der 1960er Jahre bereits mit seiner zweiten Hauptrolle. Zumindest fürs Erste. Im Fernsehen hingegen kann er seine darstellerischen Qualitäten unter Beweis stellen. 1970 wird Hallervorden für Wolfgang Menges Mediensatire
das Millionenspiel als Killer besetzt. Es ist ja eine Sendung gewesen, die geradezu prophetischen Charakter hatte. Also man hat sozusagen Dinge wie Dschungelcamp geradezu vorausgesehen. Das Millionenspiel ist eine zynische Treibjagd vor laufenden Kameras. Der Preis für den Kandidaten 1 Million Mark, wenn er das Ziel im Studio lebend erreicht. Die Inszenierung wirkt enorm realistisch. Beim Westdeutschen Rundfunk stehen die Telefone nicht mehr still, scheinbar überfordert das Drehbuch viele Zuschauer. Hallerfordens Darstellung des kaltblütigen Killers dürfte daran maßgeblichen Anteil haben. Ich habe ja dann noch den Springteufel gespielt, ja. Das ist der Psychopath, der aus der Irrenanstalt entspringt, seinen Wärter umbringt und per Autostopp bei einem Generaldirektor einsteigt und einen durch Wortwechsel quasi einen Rollentausch erzwingt, ja. Wo zum Schluss die Polizei gerufen wird von mir und der andere wird als Irre verhaftet und ich fahre mit dessen Auto in die Freiheit. Eine bitterböse Rolle. Eine Paraderolle zudem. Dieter Hallervorden spielt den gefährlichen Irren beängstigend gut. Weitere Charakterrollen bleiben Hallervorden anschließend verwehrt. Dem Fernsehpublikum werde ein Komiker als Fiesling offenbar nicht zugetraut, mutmaßt Hallervorden. Mit Nonstop Nonsens und seinen Didi-Filmen zementiert er in den Folgejahren seinen Ruf als Lachgarant und begräbt die Erinnerung an seine hervorragenden Charakterdarstellungen. Erst 2012 ermöglicht ihm der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek das charakterstarke Comeback im deutschen Kino. Für die Verfilmung seines Thrillers »Das Kind« muss die Rolle eines wohlhabenden Päderasten besetzt werden. Sebastian Fitzek erinnert sich. Es war zunächst einmal ein großes Brainstorming. Und an dem war ich überhaupt gar nicht beteiligt, weil da ja eine normale Casting-Agentur drauf sitzt und gesucht wurde. Zunächst einmal ein hervorragender Schauspieler, weil es zwar eine kleine Rolle, aber eine sehr schwierig zu spielende Rolle ist. Es muss jemand sein, den man auf den ersten Blick nicht ansieht, wo man sagt, nee, so ein Mensch kann so etwas Böses nicht tun. Das erwartet man nicht. Also es muss ein Bruch in der Figur angelegt sein. Und mit anderen Worten, man braucht einen Charakterschauspieler, der zunächst einmal für etwas ganz anderes steht. Der Name Hallervorden fällt in diesem Brainstorming allerdings zunächst nicht. Als mir dann gesagt wurde, dass es sehr schwierig ist, da jemanden zu finden für die Rolle, erinnerte ich mich daran, dass der Co-Produzent Christian Becker von Red Pack in München, mit dem ich befreundet bin, mir sagte, dass Dieter Hallervorden mein Buch »Das Kind« gelesen habe. Das war schon lange, also war schon 2-3 Jahre her und das gut fand. Und sie haben sich also über den Stoff schon mal einfach so, aber nur im Smalltalk ausgetauscht, während eines ganz anderen Projektes. Und da habe ich dann mal eingeworfen, habt ihr eigentlich mal an Dieter Hallervorden gedacht? Und da war natürlich erst einmal die Verwunderung groß, weil er eben natürlich für etwas anderes steht. Aber es war nicht so nach dem Motto, nee, ach komm, das ist doch hier Palimpalim oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Alle am Tisch, auch der Kasse, wussten sofort, das ist ein hervorragender Schauspieler. Fitzeks Vorschlag findet allgemeine Begeisterung. Und doch ist die Besetzung Hallervordens gegen den Strich nicht ohne Risiken. Ein Clown als Pädophiler? Kann das gut gehen? Natürlich hat man Angst, jemanden so out of the box zu besetzen, was in den USA ja schon sehr häufig gemacht wird. Da hat man in Deutschland natürlich Manschetten. Und es gab ja auch und gibt ja vereinzelt Kritik, die sagen, das passt überhaupt nicht. Aber gerade weil es nicht passt, war er der Richtige. Und gerade weil er ein guter Schauspieler ist. Und dann hatten wir das große Glück, dass er den Mut hatte, in dieser Produktion diese schwierige Rolle anzunehmen. Sebastian Fitzek hat das Millionenspiel und Der Springteufel gesehen. Für ihn steht außer Frage, dass Hallervorden diese schwierige Rolle meistern würde, zumal ja auch gute Komik die hohe Schule sei. Das ist ein ganz, ganz harter Job. Der hat wahnsinnig viel mit Timing zu tun, was er drauf hat wie kein zweiter. Und deswegen war er für mich nicht nur in dieser Comedy-Ecke, sondern immer auch ein Schauspieler. Ja, also es gibt einige Comedians, die können nicht schauspielern, aber er ist in erster Linie Schauspieler und kann lustige Dinge spielen. Und das ist die ganz hohe Kunst. Weil ich glaube, wenn man das kann, das war dann mein nächster Gedankengang, kann man eigentlich auch alles andere spielen. Bleibt dennoch die bange Frage, wie wird das Publikum auf diese Besetzung reagieren? Er hat so eine Rolle gespielt und das war auch der Grund, warum es überhaupt gar keinen Zweifel gab, dass er das kann. Es war nie zu einer Sekunde auch nur die Frage, kann er das, sondern es war immer nur die Frage,
Wie wird das vom Publikum gutiert? Das ist ja nun mal leider die Hauptfrage, die sich auch die deutschen Fernsehanstalten, die Produzenten setzen, die immer im vorauseilenden Gehorsam etwas produzieren in der Hoffnung, dass dann der Wurm, den man den Fisch vorwirft, auch dem Fisch eben schmeckt. Es ist manchmal verständlich, weil so hohe Produktionssummen auf dem Spiel stehen, gar keine Frage. Hier hatten wir das Glück einer Independent-Produktion, dass wir eben keinen Fernsehsender hatten, der da eben irgendwas sagen könnte. Ich bin mir nicht sicher, wenn ein etablierter Fernsehsender damit dabei gewesen wäre an Bord, der hätte gesagt, nein, können wir nicht machen, der ist gebrandet als. Auch Hallervorden selbst ist sich der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit natürlich bewusst. Jeder, der denkt, es hätte etwas mit Didi zu tun, irrt, weil dieser Film hat mit Didi so viel zu tun, wie ein Kuhstall mit einer Konzerthalle. Nach einer Bedenkzeit sagt Dieter Hallervorden dann aber zu. Offenbar auch aus einer gewissen Trotzreaktion heraus. Dieses Angebot habe ich mir dann reiflich überlegt, 24 Stunden lang. Und dann hat mich die Lust gepackt, doch mal zu zeigen, dass Leute, die mich jahrelang und besserwisserisch in eine Comedy-Schublade stecken wollten, dass die vielleicht doch Unrecht haben. Sebastian Fitzek ist begeistert. Er ist wirklich einer der absoluten Highlights dieses Films und zeigt dort eben, wozu er in der Lage ist. Und es ist für mich überhaupt gar nicht verwunderlich, dass er jetzt diese enorme Kino-Megastar-Karriere erneut hinlegt. Hallervordens Leistung sei umso bemerkenswerter, als der 77-jährige Schauspieler seinen Text nicht in seiner Muttersprache, sondern auf Englisch präsentieren muss. Das Ganze haben wir auf Englisch gedreht. Das war beispielsweise sein größtes Problem. Dass wir im Original auf Englisch gedreht haben, weil wir amerikanische Schauspieler am Set hatten, das Ganze dann später auch nochmal synchronisiert haben. Und er sagte, ich fühle mich im Englischen nicht so fit, dass ich meine schauspielerische Leistung rüberbringen kann. Das muss man überlegen, dass er das Ganze ja auf Englisch auch noch spielt, was nicht seine Lieblingssprache ist. Und trotzdem, und da hat er sich wirklich vorbereitet darauf, hat es eingeübt, auswendig gelernt, diesen englischen Text und sich eingebracht. Also unglaubliche Leistung. Für den 43-jährigen Fitzek ist die Zusammenarbeit mit Dieter Hallervorden auch eine Begegnung mit seiner Kindheit. Mit seinen Erinnerungen an Nonstop Nonsense und die Didi-Kino-Hits. Entsprechend nervös sei er vor der ersten Begegnung mit ihm gewesen. Ja, es ist extrem seltsam, man ist eingeschüchtert. Das ist ja sogar als Autor ist man ja sowieso jemand, der nie so realisiert, dass man auch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, weil man ja nur ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Man ist ja überhaupt nicht gesichtsbekannt, man schreibt im stillen Kämmerchen und man wundert sich, also mir geht es jedenfalls immer so, man wundert sich, wenn tatsächlich Leute sagen, okay, ach, ich habe schon mal was von dir gelesen. Damit rechnet man gar nicht. Das ist natürlich bei einem Menschen wie Herrn Hallervorden was ganz, ganz anderes, der also auch permanent in der Öffentlichkeit steht, in verschiedenen Funktionen. Und wenn man dann auf jemanden trifft, den man auch noch dazu bewundert, dann hat man da auf jeden Fall den Respekt, aber hat er sich ja auch verdient, diesen Respekt. Mir hat ein bisschen dabei geholfen, dass ich lange vorher beim Radio gearbeitet habe, also häufig schon mit Bekannten und Prominenten zusammen gewesen bin, sodass ich mich mit ihm, glaube ich, halbwegs vernünftig unterhalten konnte. Umso erfreuter ist Fitzek, dass Hallervorden am Set keine Starallüren an den Tag legt. Mir gegenüber überhaupt nicht. Ich habe das nicht erlebt und ich habe auch mich mit beispielsweise den Damen in der Maske unterhalten, die also sagten, das wäre ein richtiger Gentleman. Also wirklich von der alten Schule. Der Spruch kam ganz häufig, unglaublich höflich gewesen und er hatte keinen eigenen Wohnwagen oder sowas. Also er hat sich da komplett integriert. Am Ende kann Sebastian Fitzek also für sich in Anspruch nehmen, dem über Jahrzehnte verkannten Charakterdarsteller das Sprungbrett für seinen zweiten Kinofrühling geliefert zu haben. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass sein Mut, den er damals hatte, denn es ist ja auch eine Low-Budget-Produktion gewesen, zu sagen, ich steige damit ein und gebe meine Reputation und meinen guten Namen und mein ganzes schauspielerisches Talent da rein, wenn das belohnt worden wäre. Das Kind markiert den Auftakt eines unglaublichen Kino-Comebacks, mit dem vermutlich nicht einmal Dieter Hallervorden selbst mehr gerechnet hat. Denn schon kurz darauf kommt der nächste Anruf, dieses Mal von dem jungen Hamburger Regisseur Kilian Riethoff. Der trägt schon seit längerer Zeit eine Geschichte mit sich herum, die Geschichte eines gealterten früheren Läuferstars namens Paul Averhoff. Ich spiele einen alten, ehemals sehr erfolgreichen Marathonläufer, der sich den Drangsalierungen des Altersheims und des Personals vom Altersheim widersetzt
und es einfach nochmal wissen will. Und mein Lebensmotto ist ja, immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und dieser Film, diese Rolle atmet den Geist dieses Mottos. Nun muss man dazu sagen, rein logisch gesehen ist einmal mehr aufstehen als hinfallen nicht möglich. Aber egal. Hallerfordens Spielweise ist von einer immens traurigen Tiefe geprägt. Will mir nicht helfen. Lass mich einmal am Stich, die eigene Frau. Wobei helfen, dir ist nicht zu helfen. Ich hatte dich beispielsweise gebeten, mir Franz Bandbein zu besorgen. Nein, das hast du nicht. Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass ich den brauche. Jetzt leg dich wieder hin. Ich muss das oder Laktat rauslaufen. Du fällst mir noch tot um. Ja, dann hast du wenigstens Zeit zu basteln, mit deinen Freunden. Wie soll denn das gehen? In 8 Wochen, so wie du rumläufst. Wie laufe ich denn rum? Wie ein aufgescheuchtes Huhn. Einfach drauf los. Hörst nicht auf dich, auf deinen Körper. Keine Disziplin, nichts. Wie ein Anfänger und ohne Mütze. Ja, wenn du mir auch nicht hilfst. Früher bist du auch raus bei Wind und Wetter. Ja, früher. Weil wir nicht aus Zucker sind, hast du gesagt. Das sind doch alles olle Kamellen. Olle Kamellen? Das waren wir, Marit. Wir beide. Das kannst du dir einfach vergessen. Hilf mir bitte. Noch einmal. Schafft das nicht alleine? Aber das wird fürchterlich. So war es immer. Doch lange Zeit steht für Riedhof gar nicht fest, wer die Hauptrolle besetzen soll. Es war in einem Fall, den ich am Flughafen hatte, dachte ich plötzlich, wer kann eine Figur spielen wie Paul Averhoff, also eine komische Figur, die das aber nicht auf der Nase trägt, sondern einen untergründigen Humor hat. Und dann musste es auch jemand sein in meiner Vorstellung, der selber eine Legende ist. Und beides vereint, am besten Dieter Hallervorden. Da gibt es ja nicht so viele Schauspieler, die dafür in Frage kommen in Deutschland. Auch Kilian Riedhoff kennt Hallervorden selbstredend aus Nonstop Nonsense. Ahnt aber, dass da eine große Ernsthaftigkeit unter der komischen Oberfläche liegt. Und Hallervorden registriert das mit großer Dankbarkeit. Absolut. Ich glaube trotzdem, dass es für ihn physisch und auch psychisch eine enorme Herausforderung war, diese Rolle zu spielen. Weil es natürlich einmal physisch darum geht, einen Marathonläufer, der ehemals Olympiasieger war, darzustellen. Also er musste sich ja extrem fit machen erstmal. Er ist sehr, sehr viel gejoggt zusammen mit seinem Sohn. Ich habe 5,5 Monate trainiert. Ich habe an Geräten gearbeitet. Ich habe einen speziellen Trainer gehabt. Ich habe Intervalltraining geübt. Ich bin viel geschwommen. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe auf Alkohol verzichtet. Aber die eigentliche Herausforderung war die seelische Herausforderung, denn man muss sich ja vorstellen, man bereitet sich auf so eine Rolle vor, dann spielt man die jeden Tag und muss immer wieder Prozesse bedienen, die mit Vergänglichkeit, mit Tod zu tun haben. Das ist sehr belastend, wenn man ein gewisses Lebensalter auch erreicht hat und der Tod für einen nicht nur eine Metapher ist, sondern im Umfeld auch schon einem näher kommt. Also der Tod wird, je älter man wird, ja beinharte Realität. Und das immer wieder jeden Tag zu spielen, also sich in diesen Prozess rein zu versetzen, das erfordert unheimlich viel Stabilität. Und ich glaube, darauf wird er am meisten stolz sein. Und natürlich auch darauf, sein eigenes Repertoire noch einmal erweitert zu haben. Mit weit über 70 Jahren. Ich fand das bemerkenswert, wie fit er war, ja, dass wir wirklich die Laufszenen im Park, im Altersheim oder auch später beim Marathon, die mussten wir mit ihm drehen, wir konnten es nicht dubeln. Und das ist für einen End-70er schon eine Herausforderung, weil man solche Takes natürlich ja mehrmals dreht. Wir hatten einmal das Rennen gegen Tobias im Park, erinnere ich mich noch sehr gut. Da hat er sich davor den Knöchel verstaucht gehabt, ja, war auf so einer Eichel, bei einer anderen Laufszene getreten, hat er sich den verstaucht, hat verknackst und musste trotzdem diesen ganzen Drehtag etliche Kilometer laufen und das ging nur unter Schmerzen. Da hat er den Pausen wirklich da gesessen, waren Tränen in den Augen, weil er nicht mehr konnte. Aber ich habe das Ganze nie als Opfer empfunden, weil ich genau wusste, das ist meine Rolle. Die Rolle von dem Paul Averhoff, von diesem Marathonläufer, ist wesensgleich mit mir, zu sagen, nie aufgeben, Kämpfer sein und so. Das ist so wesensgleich. Teilweise habe ich gedacht, ja, ich spiele eigentlich mich selber. Aber wissen Sie, das ganze Leben ist ein Marathon. Die ersten Schritte fallen dir noch leicht. Du glaubst, nichts kann dich stoppen.
Aber dann kommen die Schmerzen. Deine Kräfte schwinden, Meter für Meter. Du glaubst, du kannst nicht mehr. Aber du läufst weiter. Immer weiter. Bis zur totalen Erschöpfung. Und am Ende steht der Sieg. Ganz sicher. Der Sieg. Das war dann auch schon dramatisch. Es ist sein Ehrgeiz. Er möchte das selber machen. Er möchte das wirklich authentisch machen. Das war für die Rolle unheimlich wichtig. Er spielt einen ehemaligen Sportlerstar und das kann man nicht, wenn man sich dubeln lässt. Da muss man wirklich selber rein. Und das hat er mit voller Wucht angenommen. Im Mai 2014 wird Dieter Hallervorden für seine Darstellung des Paul Averhoff mit dem Deutschen Filmpreis Lola ausgezeichnet. Sein Schauspielkollege Till Schweiger schwärmt in der Bild-Zeitung von einem Meisterwerk, das Regisseur Riethoff erschaffen habe. Schweiger zieht vor Dieter Hallervorden den Hut. So reduziert und wahrhaftig habe in unserem Land selten einer gespielt. Ein Lob mit Folgen. Till Schweiger besetzt ihn als Hauptdarsteller für seinen Film Honig im Kopf. Hallervorden spielt Amandus, einen Alzheimer-Patienten, der von seiner 11-jährigen Enkelin nach Venedig entführt wird. Am Set kommt es zwischen Regisseur Schweiger und Hallervorden allerdings zu Dissonanzen. Doch die künstlerischen Differenzen scheinen das Beste aus beiden herauszukitzeln. Hallervordens Darstellung des demenzkranken Amandus wird in den Medien als schauspielerisches Ereignis gefeiert. Auch seine Kollegin Brigitte Grotum ist tief berührt. Was er an Zwischentönen bringt, wenn er nur einen kurzen Blick mal zu Boden wirft und seine Beschämtheit, wenn was passiert ist, was er nicht im Griff hatte oder so, das ist so ergreifend. Und dieser letzte, also jetzt im Honig im Kopf, dieser letzte Plot, diese letzte Situation, wo er auf der Bank sitzt, fast wie ein Toter. Dieser Ausdruck, dieses schon wie in einem fast schön, also das ist so ergreifend, ich musste wirklich, ich hab richtig geheult. Honig im Kopf feiert im Dezember 2014 Premiere und lockt rund 7 Millionen Menschen in die Kinos. Neben viel Lob erntet das Werk auch die Goldene Lola als besucherstärkster Film. Doch mehr als über jeden Rekord dürfte sich Dieter Hallervorden im Stillen über die späte Genugtuung freuen, die ihm die allgemeine Anerkennung im Winter seiner Karriere beschert. Und wie Regisseur Kilian Riethoff beobachtet hat, durchaus nicht nur im Stillen. Er hat seine eigene Beziehung, glaube ich, zur Öffentlichkeit. Das hat man gemerkt, als er seine Dankesrede für den Filmpreis hielt. Das ist kein einfaches Verhältnis, weil er sich, glaube ich, immer wieder missverstanden fühlte von der Öffentlichkeit. Und das kann ich auch verstehen, wenn man immer wieder in eine Schublade gesteckt wird, dann denkt man, lasst mich bitte raus, nehmt mich nochmal anders wahr. Dann gibt es den deutschen Kritiker, eine sehr eigene Spezies, das weiß ich selber, die mit dem Populären nicht so viel anzufangen wissen. Dieter steht für das Populäre. Da waren Dieter und ich uns völlig einig, dass wir einen Film machen wollten, der populär ist, aber der trotzdem intelligent ist, also intelligenten Mainstream zu machen. Das ist aber etwas, wo man in Deutschland kämpfen muss für, weil entweder gibt es U oder E. Und Dieter stand für U und E durfte er nicht mehr, weil er einmal auf U eingetaktet war. Und aus dieser Kiste, auch aus dieser Kritikerkiste rauszuklettern, war enorm anstrengend. Und das hat man richtig in dieser Rede gemerkt, dass er den Kritiker nochmal sagen wollte, seht ihr, jetzt habt ihr euch mal richtig getäuscht in mir, jetzt habt ihr es. Also er hat damals von der schallenden Ohrfeige gesprochen und es zeigt schon sein ambivalentes Verhältnis und auch eine gewisse Verletzung, glaube ich, über die Jahre verkannt gewesen zu sein. Und 54 Jahre nach der ganz kleinen Rolle bei Fritz Lang steht er nun nicht mehr nur in der ersten Reihe, er spielt dort. Ach, ist das aufregend! Ach, ist das alles aufregend! Kapitel 6. Einmal Didi und zurück. Bei Dieter Hallervorden werden viele Menschen zum Pawlowschen Hund. Ein bestimmtes Alter vorausgesetzt. Denn Hallervorden ist es gelungen, sie komödiantisch zu konditionieren. Nicht zuletzt in Verbindung mit seiner unverkennbaren Didi-Stimme. Ein Geschenk für Imitatoren wie Moritz Netenjakob. Das ist halt absolut eigen. Das macht es so besonders. Es ist eine Stimme, du fängst an, 3 Sekunden das zu imitieren und die Leute klatschen schon, weil sie es sofort wiedererkennen. Bei anderen muss man halt ein bisschen länger warten. Ah, okay, das ist der oder der. Aber bei Hallervorden, schon ist klar, es ist Hallervorden. 3 Sekunden bis zur Ewigkeit. Dieter Hallervorden hat das geschafft.
mit genialem Klamauk und einer Kunstfigur, die im komödiantischen Fach eine Marke wie kaum eine andere ist, nämlich Didi. Palim, Palim, ich hätte ja eine Flasche Pommes frites. Viele Komiker haben köstliche Kunstfiguren zum Leben erweckt, doch keine davon hat sich so dauerhaft ins Gedächtnis gebrannt wie eben Hallerfordens Didi. Eine Figur, die Missgeschicke magisch anzieht, die selbst dem geschmäcklerischen Wandel über die Jahrzehnte standhaft trotzt und für ihren geistigen Vater zum zweischneidigen Schwert geworden ist. Ich meine, man hat es ja nicht gemacht, damit es bald in der Mülltonne landet. Ja. Es ist ja zum Teil hat es ja Kultstatus bekommen und so weiter. Aber man muss trotzdem dazu sagen, Didi war gestern, heute ist Dieter. Doch schon gestern war die immense Popularität seiner Kultfigur nicht nur ein Segen für ihn. In seiner Autobiografie berichtet der Komiker, wie er bereits zu Nonstop-Nonsense-Zeiten bei Auftritten ständig eine Flasche Pommes frites geschenkt bekam oder einen gespielten Witz zum Besten geben sollte. Palim, Palim, ich hätte ja eine Flasche Pommes frites. Die Geister, die er rief. Und die in Zeiten des Internets bei YouTube weiter ihr komisches Unwesen treiben und sogar an die nächste Generationen weitergereicht werden. Und natürlich nicht nur Palim Palim, wer erinnert sich nicht auch an Schnief Schnief die Schnäuf oder die Coelsa und das Zumsel, ja wohl, in den Tierladen geht und ein Zumsel kaufen will. Was ist denn das hier? Oder, da haben sie eine Rarität entdeckt. Ich? Ja, ja, ein Zumsel. Ein Zum! Natürlich, ein Zumsel! Ja. Du, den muss ich haben, diesen Zumsel! Mann. Was soll er kosten? Ja, nur, ist ja nur der einzige, den ich habe, aber mit Expertise. Ja, ja. Aber ich muss den haben! Ja, so für 850 Mark haben sie ihn weg. 850 Mark? Na ja, aber Schatz, ein Zumsel! Quatsch, Zumsel, hin, Zumsel her! Oder die Sache mit Herrn Bamberger. Das ist heute noch, also meine Generation, wenn wir uns begrüßen, statt ein Bamberger, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Moritz Netenjakob ist Comedian und Comedy-Autor für TV-Formate wie die Wochenshow und Stromberg. Und seit 2006 Grimme-Preisträger und ein begnadeter Hallervorden-Imitator. So bin ich auch mit Hallervorden in Kontakt gekommen. Sein Assistent Kornmeier hatte mich im Fernsehen gesehen, wie ich Hallervorden imitiere, und hatte Herrn Hallervorden dann das Band vorgespielt. Und Herr Hallervorden muss so darüber gelacht haben, dass er mich dann zum Kabarettfest der Wühlmäuse eingeladen hat. Und da habe ich auch in seiner Anwesenheit meine Hallervorden-Imitation gebracht und er hat Tränen gelacht. Ein Ritterschlag für Moritz Netenjakob. Absolut. Obwohl er dann hinterher gesagt hat, ja, eigentlich rede ich ja gar nicht mehr so, das war ja in den 70er Jahren. Was Dieter Hallervorden aber dennoch nicht davon abhält, Moritz Netenjakob ab 2005 in den Kreis seiner Autoren aufzunehmen. Genau, dann kam er zu. Während die Aufzeichnung lief, rief er mich in seine Garderobe und sagte, Netenjakob, ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig zu Ihnen hingezogen. Nicht auf eine Art, dass Ihre Frau sich Sorgen machen müsste. Ich meine das in künstlerischer Hinsicht. Und dann hat er mich tatsächlich als Autor engagiert, um damals die Gala zu seinem 70. Geburtstag zu schreiben. Und das war dann die erste textliche Zusammenarbeit mit Herrn Hallervorden. Für Netenjakob ist es auch eine Begegnung mit seinem Jugendidol. Wir haben uns damals jede Woche auf Nonstop Nonsense gefreut. Und die Sketche dann auch auf dem Schulhof nachgespielt zum Teil. Ja, die Mädels sind natürlich später dann mit den Jungs ins Bett gegangen, die eben nicht die Hallervorden imitiert haben, aber das ist eine andere Geschichte. Entsprechend aufgeregt ist Netenjakob dann auch, als er dem Helden seiner Schulzeit erstmals persönlich in dessen Kabaretttheater die Wühlmäuse gegenübersteht. Es war tatsächlich, es war richtig aufregend, weil er hat auch das Talent, sich selbst zu inszenieren. Also ich kam in sein Wühlmaustheater, da war oben im Café des Wühlmaustheaters, wurde ich an einen Tisch gesetzt von der Sekretärin. Und dann kamen drei verschiedene Leute raus. Erstmal, die sagten, Herr Hallervorden, kommt gleich. Dann wurde mir noch ein Kaffee serviert und dann wirklich nach einer Viertelstunde großer Auftritt hat. Aber, Herr Lidia, wunderbar, Sie sitzen übrigens auf meinem Platz, würden Sie bitte da Platz nehmen. Fantastisch, also besser kann man es nicht machen. Ja, und es ist natürlich, war ja in der Zwischenzeit auch selber ein etablierter Autor und habe einige Erfolge gehabt, aber ich war sofort wieder 8 Jahre alt und Fan von Nonstop Nonsense.
Und er hat diese Aura. Doch die Zusammenarbeit mit Hallervorden ist nicht ganz ohne, wie der etablierte Autor feststellen muss, als ihn der Altmeister mit auf einen kleinen Gag-Dichte-Exkurs nimmt. Also ich wurde, als ich zum ersten Mal geschrieben habe, von einem Kollegen, der bereits für ihn geschrieben habe, vorgewarnt, Herr Hallervorden will immer sofort zum ersten Gag kommen. Da habe ich gedacht, okay, Setup und Punch, sagt man ja in der Fachsprache, dann machst du ein sehr kurzes Setup und kommst schnell zum ersten Punch. Also ich hatte wirklich 2-3 Sätze und es kam zur ersten Pointe. Ich habe dann an Hallervorden gesagt, Herr Lindjau, es dauert hier jetzt doch sehr lange, bis ich zur ersten Pointe komme. In meiner letzten Vorstellung habe ich das so gemacht. Guten Abend, meine Damen, meine Herren und diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben. Erster Lacher. Ich begrüße alle Frauen von der FDP mit langen Doppelnachnamen. Zweiten Lacher. Und auch den Herrn Pfarrer nebst Gemahlin. Dritter Lacher, erster Szenenapplaus. So in der Art. Es ist der Beginn der kreativen Zusammenarbeit zwischen zwei Humorgenerationen. Natürlich habe ich gemerkt beim Schreiben, Herr Hallervorden ist eine andere Generation als ich. Da muss ich mich dann schon... musste ich mich damals schon darauf einstellen. Aber in dem Moment, wo die Gagdichte stimmt, kann man mit ihm fantastisch zusammenarbeiten. Doch nicht nur das. Moritz Nethen-Jakob gibt launig zum Besten, dass eine Didieske Konditionierung auch in seinem Umfeld stattgefunden habe. Wie eine Anekdote mit seinem Kollegen Bastian Pastewka beweist, ebenfalls ein großer Hallervorden-Bewunderer. Der Anlass war, ich hatte das Soloprogramm von Bernhard Hoeker geschrieben und inszeniert. Und das hatte Bastian dann so gut gefallen, dass er mich auch gefragt habe, ob ich ihn coachen kann und für ihn schreiben kann. Und dann haben wir sozusagen zum Arbeitstreffen uns nach Holland zurückgezogen und fingen dann schon auf der Autobahn beide an, mit der Stimme von Dieter Hallervorden zu reden. Und dann sagen wir, hallo, ja, und alle Situationen, die es ergaben, dann als Hallervorden zu kommentieren und das kam dann tatsächlich dazu, dass wir in Hallervordeneske Situationen gerieten. Das heißt, Bastian war plötzlich auf einem Fahrradweg mit dem Auto und kam dann nicht mehr runter, weil irgendwie ein Zaun zwischen dem Fahrradweg und der Straße war. Und wir dann beide so, und dann haben wir wirklich um ein Haar einen Radfahrer platt gefahren. Und es war wirklich, also wir wären wirklich schuldig gewesen und beide dann, und haben dann beide Tränen gelacht. Ich weiß nicht, ob Herrn Hallervorden das so gefallen würde, was er da zum Teil ausgelöst hat bei uns, aber ich kenne keinen Comedian so in meiner Generation, der nicht gerne privat Hallervorden imitiert. In bestimmten Situationen sei Hallervordens Kultfigur gar sein ständiger Begleiter geworden. Jedes Mal, wenn mir etwas runterfällt, ich automatisch ist so eine Macke geworden. Es ist eh bei mir so, dass ich in peinlichen Situationen rede ich immer lieber mit der Stimme von jemand anderem. Und halt in solchen Situationen, weil Slapstick passt halt zu Hallervorden, wenn mir was runterfällt. Und es kam zu der Situation, dass ich mit Hallervorden zusammen im Pantheon in Bonn saß, nachdem er den Preis Pri Pantheon Reif und Bekloppt, den Ehrenpreis, erhalten hatte. Waren wir sozusagen zum Siegestrunk, saß mit Schambus und dem Kellner, fiel dann ein Glas runter und ich so, ich wollte, ja. Und Herr Hallervorden, ganz Gentleman, tat so, als hätte er es nicht gehört. Keine Frage, das komische Erbe Dieter Hallervordens lässt sich schon zu seinen Lebzeiten bei vielen seiner Söhne und Enkel im Geiste nicht von der Hand weisen. Ich kenne keinen in meiner Generation, der Comedy schreibt oder performt, der nicht von ihm mit beeinflusst worden ist. Dabei soll der Klamauk 1974 nur eine Kabarett-Auszeit an den Wochenenden sein. Doch das Programm »Da kichert die Klamotte« wird in den Wühlmäusen ein Erfolg und weckt die Begehrlichkeit des Fernsehens. Hallervorden nennt es die Keimzelle von Nonstop Nonsens und damit eben auch von Didi. Doch auch nach dem Ende von Nonstop Nonsens gibt Hallervorden, zu Beginn der 1980er Jahre, seiner großen Fangemeinde abseits des Fernsehens neues Futter und avanciert zum Kinostar. Den Anfang machen 1981 die Komödien »Ach du lieber Harry« und »Alles im Eimer«. In der Verwechslungskomödie »Didi der Doppelgänger« spielt Dieter Hallervorden 3 Jahre später gleich 2 Rollen. Der Film wird einer der erfolgreichsten der 1980er Jahre und dürfte nicht nur bei Bestsellerautor Sebastian Fitzek noch heute hoch im Kurs stehen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also nach wie vor, was Comedy anbelangt. Weil es
eine, wie immer bei genialen Dingen, eine simple Grundidee, die dann abstruse, bizarre Formen annimmt und wo man sich aber ja selber in diesem, es ist ja Klamauk, ist es gar nicht, es ist ja wunderbar gespielt, im Übrigen auch gerade ich als Thriller-Autor kann ja sagen, das hat ja auch die Ansätze zum Psychothriller, diese Doppelgänger-Variante und auf einmal denkt man, hat es dem jetzt die Sicherung rausgeschossen, also aus der anderen Perspektive derer, die jetzt auf einmal mit einem scheinbar komplett schizophrenen Chef zu tun haben, ja, der immer, ich brauche mehr Details, brüllt. Und das sind ja so geflügelte Worte, die sich über Jahrzehnte dann einfach mal durchgesetzt haben zu dem Film. Sebastian Fitzek findet, dass sich Didi, der Doppelgänger, seine Zeitlosigkeit bewahrt habe. Anders als bei vielen Dingen, die man aus der Kindheit und aus der Jugend mitnimmt, wo man dann später dann nochmal das Buch vornimmt oder sich einen Film ansieht und sich fragt, na, was hast du denn damals eigentlich dran gefunden? Ist das nach wie vor einer, den man ansehen kann. Natürlich mit Abstrichen, die man machen muss, weil sich die Filmtechnik weiterentwickelt hat. Aber was die Komik, die Situationskomik anbelangt, nach wie vor kann ich drüber lachen. In den 80ern bringt Hallervorden fast im Jahresrhythmus einen neuen Film ins Kino. Vor allem die Klamotten Didi, der Doppelgänger, Didi und die Rache der Enterbten und Didi auf vollen Touren lassen die Kassen klingeln. Nebenbei findet Hallervorden noch die Zeit, auch im Fernsehen präsent zu sein. Mitte der 80er Jahre lockt er mit der wöchentlichen Sitcom Didi, der Untermieter, rund 12 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, pro Sendung wohlgemerkt. Ursprünglich hieß die Serie Die Nervensäge, musste dann aber nach einem Rechtsstreit ab der zweiten Staffel als Der Untermieter laufen. Uiuiuiui. Auch in den Folgejahren gibt es kein Entrinnen. Hallervordens Kunstfigur bleibt omnipräsent. 1989 geht die 10-teilige Didi-Show auf Sendung, erstmals auch unter der Regie von Dieter Hallervorden. Was ich mal etwas schade finde, ist, dass Herr Hallervorden eigentlich in Deutschland für diese große Leistung nie so gewürdigt wurde, wie er es eigentlich verdient hätte. Jetzt wird er gewürdigt, weil er tolle Rollen spielt bei Honig im Kopf oder sein letztes Rennen. Aber diese Leistung, Slapstick in dieser Qualität in Deutschland zu etablieren, das wurde in Deutschland nie gewürdigt, weil Unterhaltung in Deutschland halt anders als in England doch eher im Ruf steht, eine minderwertige Kunst zu sein, was es nicht ist. Also Slapstick, kann ich einfach sagen, ist sehr viel schwieriger herzustellen als irgendeine tragische Szene. Am 17. März 1990 schickt Hallervorden sein alter Ego in Rente. Mit Didi an seiner Seite, so erklärt er immer wieder, hätte er als Dieter nicht zu neuen künstlerischen Ufern aufbrechen können. In seiner Autobiografie betont Hallervorden, dass er seine Abkehr von Didi nie als lieblose Verleugnung einer von ihm erschaffenen Figur verstanden habe. Didi sei nie ein missratenes Ergebnis eines unüberlegten Seitensprungs, aber die Arbeitsehe eben nur auf Zeit gewesen. Hallervorden kehrt mit den TV-Sendungen Spottschau und Spotlight zum politisch-satirischen Kabarett zurück und übernimmt für eine Weile sogar auch noch die Moderation von Verstehen Sie Spaß. So ganz loslassen kann Hallervorden aber wohl dann doch nicht. Gemeinsam mit Moritz Netenjakob wird im neuen Jahrtausend an einem neuen Format gearbeitet. Wir hatten dann versucht, nochmal eine Art Neuauflage von Nonstop Nonsense für RTL zu machen. Und ich weiß nicht mehr, woran das gescheitert ist. Auf jeden Fall hatten wir mit Hallervorden zusammen die Idee eines altersschwachen James Bonds, der auch unter Demenz leidet und seinen eigenen Namen vergessen hat. Mein Name ist... war noch gleich, ja. Wir versuchten so eine Mischung eigentlich von altem und neuen Hallervorden, also ein bisschen politisch-satirisch, ein bisschen im alten Stil. Das wäre nochmal interessant geworden, denke ich. Wir hatten auch 3 schöne Bücher schon zusammen, da waren mehrere schöne Sketche. Dass Dieter Hallervorden auch zu diesem Zeitpunkt nichts von seinem Slapstick-Talent eingebüßt hat, erlebt Moritz Netenjakob aus erster Hand. Ich hatte mit meinem damaligen Co-Autor Thomas Liendücke eine Szene geschrieben und der Hallervorden sagt, ja, wenn ich ganz zufrieden, geben Sie mir mal 10 Minuten. Ja, zog er sich 10 Minuten zurück und kam dann mit 2 DIN A4 Seiten handschriftlich zurück und hatte dermaßen präzise Slapstick-Szenen aufgeschrieben, dass ich dachte, wow, der hat genau das Ding im Kopf, wie es hinterher aussehen muss und hat es exakt Satz für Satz, Szene für Szene, sogar mit Kameraeinstellungen zum Teil beschrieben. Da ist er einfach ein absoluter Profi. Einmal Slapsticker, immer Slapsticker. Im hohen Alter gelingt ihm zwar ein eindrucksvolles Kino-Comeback als Charakterschauspieler, Didi und Nonstop Nonsense wird er aber nie abschütteln können.
Und, so gibt Harald Pfeiffer zu bedenken, Didi hat ihm ja auch mehr als nur ein finanziell gesichertes Leben eingebracht. Der hat in Frankreich eine Insel mit einem ansehnlichen Haus drauf und das wäre ohne Didi-Filme nicht möglich gewesen. Und Moritz Netenjakob fügt hinzu, ich kann ja nicht in ihn reingucken. An seiner Stelle wäre ich stolz auf meinen Slapstick und ich glaube, er ist es auch. Er weiß schon, was er da geleistet hat. Und zwischen den Zeilen klingt dieser Stolz dann doch auch bei Dieter Hallervorden selbst durch. In einem Interview sagte er vor einigen Jahren, dass ich wirklich, dadurch, dass ich über Jahrzehnte hinweg versucht habe, die Leute zum Lachen zu bringen und möglichst angenehm zu unterhalten, dass ich denke, dass ich da auch für manche, die manchmal vielleicht von den Sorgen des Alltags gebeutelt waren, dass ich die von ihren Sorgen erlöst habe. Sie hörten Dieter Hallervorden, die Audio-Story, von Christian Beermann und Martin Maria Schwarz. Es sprach Martin Maria Schwarz.